Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit, wenn SpongeBob Albaner wären. Ja, ist der nächste Vorschlag. Ich habe jetzt extrem viele Vorschläge, wenn SpongeBob Albaner wäre. Deshalb, also ihr könnt mir trotzdem weiterhin Vorschläge schicken und wenn ich sehe, okay, sind viele SpongeBob-Vorschläge, werde ich die anderen Vorschläge erstmal mit zwischenhauen, ne? So nett bin ich, Mann. Ich hab ein Herz. So, gucken wir mal rein, ne? Super Baschkim und Super Afrim sind bereit, alle Leute zu helfen. Ja, folgt mir, Jungs. Super Afrim und Baschkim. Ihr beide behaltet den Laden ein bisschen im Auge. Hilfe, Afrim. Das sind alle Waffen von Super Mene und Batmene, weißt du? Ihr dürft keinesfalls mit den Superwaffen rumspielen. Was ist mit Kugel von Geistes... Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ihr werdet, was mir jeden Tag passiert, ne? Von Superhelden eingeladen, so... Ne? Also ich wurde letztes Mal von Batman eingeladen, dann hat sich herausgestellt, dass er einfach nur einen Fetisch hatte und der mit mir andere Sachen machen wollte, anstatt die Welt zu retten. Ne? Ich bin da hingegangen, weil ich die Welt retten wollte. Ein Spaß beiseite. Aber ne, ihr seid so ein Ding. Wenn euch jemand sagt, packt das nie an, macht das nie, macht das nie, macht das noch nie, dann macht das in meinen Kopf so klick. Anpacken, 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 anpacken. Das ist genauso wie wenn man ein Atomkraftwerk arbeitet. Und da so ein ganz roter, leuchtender Knopf ist. Und natürlich, ne, rot Signalfarbe und bedeutet ja eigentlich so Not aus und sollte man wirklich nur im Notfall benutzen. Aber wenn mich so ein Ding anleuchtet, wenn keiner guckt, bip! Ah, ich bin anders, es tut mir leid. Kronk, hey, so geht's mir immer. Wenn ihr sagt, ihr sollt nichts anfassen, dann meinen immer. Wir, 24. Ihr sollt nichts anfassen. Alles verstanden. Batman, unser großes Vorbild. Hoffentlich, ihr seid geschlüsselt. Komm, Super Afrim. Batman und Super Mini sind in Urlaub und wir müssen jetzt die Welt retten. Ja, schlapp. Spider-Man! Hey, Boschkimbaum bringt uns nichts um. Er kann sich nichts bewegen. Das ist bestimmt so ein Gefängnis wie Alcatraz. Ich sage dir, Afrim, wäre Spider-Man nichts in diesem Gefängnis, ich würde ihn kaputt schlagen. Hä? Afrim, was machst du da? Spider-Man ist gefährlich. Ich dachte, du willst ihn kaputt schlagen. Was ist los mit mir? Das ist ein gefälschter Versace-Gürtel, der macht Ausschlag an deinem Bauch, tut weh, ha? Wir beide zeigen dir, wie man ist eine liebe Deutsche, dann lassen wir dich frei. Hallo, Spider-Man. Bist du bereit für den Deutschkurs von Afrim und Baschke? Ich finde das so geil. Hallo, Spider-Man. Aber bei dem Deutschkurs wäre ich definitiv auch dabei. Ne, also... Der hätte ich ganz andere Noten geschrieben, außer nur 3 und 2, ne? Dann hätte ich... Nur Einsen. Immer nur Einsen geschrieben. Weil dann wäre mein Satzbau immer richtig gewesen. Und die Wörter, die ich geschrieben hätte, wären, also ne, die Rechtschreibfehler, wären keine Rechtschreibfehler gewesen, sondern extra Punkte. Stell dir mal vor, kriegst du für einen Rechtschreibfehler kriegst du so einen extra Punkt. Weil der Lehrer schreibt dann so drunter, also so einen Fehler habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Hat übrigens unser Mathelehrer das damals immer gemacht. Ich weiß nicht, ob eure Lehrer auch immer so drauf waren. Dass man die meisten Fehler durchgegangen ist, da wo die meisten Fehler gemacht worden sind. Und in Mathe, ne, der musste sehr oft die ganze Klassenarbeit durchgehen. Das ist noch nicht mal ein Witz. Er musste so oft die ganze Klassenarbeit durchgehen, weil wir hatten bei uns auch Leute, die dann halt, ne, eine 6 hatten. Zum Glück habe ich dazu nie gehört, aber... Und da waren manchmal so Fehler dabei, da hat unser Lehrer auch so gesagt, wie ihr das hinbekommen habt, wie ihr auf so eine Zahl hingearbeitet habt, verstehe ich nicht. Und rechnet man mit dem Lehrer zusammen und auf einmal, ist ja voll einfach, so, ne? Ist halt immer so. Dann versteht man das, ne? Deshalb, mein Plan war es ja mal, das habe ich damals unserem Lehrer auch gesagt, man sollte zuerst die Klassenarbeit durchgehen, alle Lösungen an die Tafel schreiben und dann die Klassenarbeit schreiben. Dann würden auch weniger Fehler passieren, aber ey, ne, also könnte ich im Schulsystem ein bisschen was umändern, ne, das wäre das Erste, was ich machen würde. Klassenarbeit durchgehen,
was man reinschreibt, hinschreiben und dann die Klassenarbeit schreiben. Kim? Schmeiß mal deine Brieftasche auf Boden. Deutschen Lektion Nummer 1. Du siehst, jemand verliert Brieftasche. Verliert Brieftasche, Frim. Was macht eine Deutsche? Verzeihung, mein Herr. Ich glaube, Sie haben eben Ihre Brieftasche verloren. Nein. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Was? Ich habe doch gesehen, wie sie Ihnen runtergefallen ist. Vielleicht brauchst du eine Brille? Es ist Ihre. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein und sie Ihnen wiederzugeben. Du willst mir was geben? Bist du schwul? Ich habe diesen Ausweis in dieser Brieftasche gefunden. Und in diesem Fall muss das hier dann Ihre Brieftasche sein. Bist du nix dieser Supermane? Nehmen Sie sie. Das ist nix meine. Du Kreuzkopf, du nimmst jetzt das Ding oder ich reiß dir die Arme aus. Oh, falsch. Wenn man eine liebe Deutsche ist, will man andere nix kaputt schlagen. Aufhören! Er ist zu hoch eingestellt. Hast du gehört, Afrim? Er weint wie eine Schwule. Wollen wir ihn schlagen? Nein, weil er ist Jinnah. Wollen wir ihn freilassen, Baschkim? Aufpassen, no Spider-Man. Wir lassen dir jetzt sofort frei. Guckst du mal, Afrim, so eine liebe Deutsche. Spider-Man, nix anfassen, die Waffen. Was riecht hier so nach Scheiße? Das? So riecht man, wenn man auf die Fresse kriegt. Ich dachte, das wäre meine Unterhose. Das ist ein Job für Super Bosch Kim. Und Super Afrim. Jetzt zum unsichtbaren Mercedes. Und Kickdown, jetzt! Stopp! Ich habe keinen Führerschein. Doch, unsichtbare. Das ist eine deutsche Mercedes. Dann brauchst du einen gefälschten deutschen Pass. Viele Dankeschön für deine Hilfe, Super Afrim. Langsam, Spider-Man. Wir haben die Kugel für Geisteskranke. Guckst du? Und wieder einmal, so fühle ich mich immer. So fühle ich mich echt immer. Also ich brauche dafür keine Kugel. So fühle ich mich immer. Obwohl, nach Arbeit geht's immer. Aber auf der Arbeit, weil wenn dann jemand kommt, mach mal das. Was? Spider-Man! Eure Lektionen haben einen anderen Menschen aus mir gemacht. Den brauche ich in Zukunft nicht mehr. Tschüss, Spider-Man. Wir haben Welt gerettet. Wir sind echte Superhelden. Afrim? Die Kugel für Geisteskranke ist aus, weißt du? Afrim? Leute, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, Glocke aktivieren und Freunde, weiterhin kommentiert so viel ihr könnt wegen YouTube-Algorithmus. Wir sind weiterhin geshadowbanned. Kommentieren, liken und teilt so viel ihr könnt, damit unsere Videos wieder empfohlen werden und auf der Startseite auftauchen. Dankeschön. Bitte sehr. Finde ich aber echt schade, dass die zwei Jungs damit momentan halt, ich weiß ja nie, wie es jetzt aussieht, aber ich denke mal, die Videos werden ja immer noch entmonetarisiert. Finde ich echt schade. Weil sie einfach, ich weiß nicht, wie es mit Artikel 13 und Pipapo, wie das jetzt sein wird. Weil das natürlich nicht ihre Werke sind, ne? Also finde ich trotzdem sehr schade. Weil ich finde, die zwei Jungs stecken coole Arbeit rein. Kann man sich immer geben. Macht mega Spaß zuzuhören. Und ja. Wenn man da von der Community aus helfen kann, dann würde ich das auch machen. Ne? Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich werde jetzt weiter meine Kugel anmachen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.